Nein, danke, ich nehme diesen Speedtest nicht an. Gut, und wir sind live. Nein, danke, ich nehme dieses Live nicht an. Warum nicht? Ich bin lieber tot. Troja, spinne ich oder wird mich immer lauter? Lauter! Mal so, mal so. Kommt wahrscheinlich drauf an, wie weit ich vom Mikrofon weg bin. Ja. Hallo Psycho, hallo Anima. Und Michi wird immer lauter. Und hallo, ja, jetzt bist du leiser. Jetzt wieder lauter? Ja. Ich hab dich nämlich sogar gerade mit der Nase ins Mikro pusten hören. Und das ist nicht gut. Jetzt zieht Michel das wieder ins Lächerliche. Ja. Jetzt besser? Atme aus mit der Nase, weiß ich nicht. Bildschirm, ich bin über weg. Jim lädt bei mir nicht, sondern Rotz. Oh. Beine hätten passend dazwischen. Ja, ist ja gut. Das kann weit genug weg sein. Sag mal was. Nein. Stück zu weit. Nochmal. Better. Stück zu weit. Immer noch. Jetzt ist besser. Ich achte nur auf die Balken. Was ein Stress. Michel ist wieder viel zu leise. Oh. Bom. Nö, jetzt geht's doch. Ich höre das gerade selber im Stream. Das geht so. Oder? Solange ich dich nicht höre beim Mikro in die Nase, Nase in die Mikro pusten, ja, genau das. Genau das. Ist mir das eigentlich egal? Das war jetzt Absicht. Oh, Junge, jetzt auf einmal laut. Bäh. Aha. Na gut, aber mal normal bleiben. Das ist gut so. Was mach ich jetzt? Deinen komischen Steinklotz da weiterbauen? Hey. Mir wurden Schläge apropos. Wir haben jetzt 19 Uhr. Ich muss mal kurz was gucken. Hm? Nö, die ist noch nicht da. Hat's Pech gehabt. So. Ah, Janet wollte doch unbedingt um 19 Uhr. Jetzt habe ich da doch ein Ernstes. Jetzt fallen die auf die andere Seite. Miau hier nicht so rum. Du doch nicht. Wuff. So geht's auch. Enis. Was, Enis? An jemand P geschrieben. Warum wurden dir Schläge angedroht? Von wem? Ich kann davon ausgehen, wer es war. Lena? Deswegen sag ich dazu nix. Weil wenn dir Schläge angedroht worden sein sollten, so. Ist das denn gut, das öffentlich zu sagen? Meinst du nicht, er verprügelt dich dann ist richtig? Anima, das L in deinem Namen steht für lustig. Und warte, der heißt ja mit Leon mit echtem Namen, warte mal. Das. Die sie haben verkackt. Hätte ich dazu nichts gesagt, wäre es keinem aufgefallen. Gib's einfach zu. Natürlich, weil ich nicht weiß, wie der mit richtigen Namen hieß bis gerade eben. Ja, siehste. Ich den Namen schon längst wieder verdrängt habe.
Dich würde ich auch am liebsten verdrängen und funktionieren tut's auch nicht. Ja, siehste, ich bin halt eine hartnäckige Klette. Eine fette Klette. Ja, aber auch hartnäckig. Nein, schwabbelig. Ja. Ist nicht total verkackt, hätte ich das nicht gesagt. Totale Verkackete. Wäre es nicht mal dir aufgefallen, also. Warum kann die Person den Stream nicht lesen? Kann ich lesen? Ist die Person in Äthiopien? Jetzt da drauf. Ich sag's besser nicht, sonst hätte ich als Nazi beschimpft. Nazi? Nein, die Person hat Bambusleitung. Ja, super. Die Person Pech gehabt. Muss sich neues Internet anschaffen. Ist mit Sicherheit gut für dich. Denk diesen einen Block nicht mehr? Diesen einen? Diese. Oder den zweiten. Mal ausgehen, den verdammten kleinen Biesen. Wenn du damals hier diesen Stone einmal eingeschmolzen hast. Also Kabelstone eingeschmolzen zu normalen Stone. Ja. Kannst du ja nebeneinander legen, dann hast du ja diese Stone Slabs bekommen. Ja, das geht immer noch. Ja, da kriegst du aber diese komischen Stone Slabs hier, diese, also. Die was auch du sehen, jetzt meinst, sind die Stone. Grauen, ne? Ich möchte diese hellgrauen, genau, diese. Du musst schmeiß die noch. Was? Du musst die erst zu einem normalen Steinblock machen. Hat er doch. Er hat's geschmolzen und sie dann nebeneinander gelegt. Ja, und jetzt muss er die nochmal schmelzen. Nein, muss er nicht. Muss ich die nochmal schmelzen? Nein. Soweit ich weiß. In einem 2x2 Quadrat im Crafting Grid ansetzen. Ich kann die nochmal schmelzen. Warum das denn? Weil es einen neuen Blockform gibt. Warte mal, ich probiere das jetzt auch mal. Was sind denn die? Tatsache, Smoothstone. Ha, oder war recht? Patrick hat getreuert. Ha? Seit wann geht das denn? Ich weiß aber nicht, ob das der richtige ist gerade. Warte mal kurz. Nein, das ist richtig, das heißt Smoothstone. Das sieht genauso aus wie die Textur, die ich haben will. Troja labert ne Scheiße. Lässt ja du mal, Anima. Leg los. Das ist seit der 113 oder 114, glaube ich, drin, hat Anima gesagt. Ich meine 114. Bin mir aber nicht 1000%ig sicher. Da ist er doch. Ach, warum wären das die fies? Haben das Rezept umgeändert. Da war ja was. Oh. Oh, fuck. Ich muss hier noch was machen. Stimmt ja, früher gab es ja gar keine von diesen Steinziegeln. Von den Steinziegeln, die Half-Slaps. Die gab es ja damals nicht. Da waren das ja die Smooth Stones. What the fuck are you talking about? Früher gab es keine Textur für die Half-Slabs von den ganz normalen Steinziegeln. I'm horribly confused. Er meint jetzt, wenn du den normalen Stone hast. Damals gab es diese, konntest du den, wenn du den zum Slab gemacht hast, also um die Hälfte hier, ne? Dann hast du ja halt diesen Smoothstone, wie er jetzt heißt, bekommen. Ja. Jetzt kriegst du aber diesen normalen Stein, halt, den du eingeschmolzen hast, als auch nochmal Slab, separat jetzt. Hallo, Toasty. Das meint er. Hallo. Ah. Ja, ich... So wie Troja das gesagt hat, hörte sich das einfach nur verwirrend an.
Nee, ja. Ich habe keine Ahnung, dass hier Steins nochmal schmelzen muss. Damit, weil das ist ja kein Steinziegel im Grunde genommen. Das ist ja dann nur ein Halbstein. Ein Slab halt. Ja, aber ja, das ist halt kein Ziegel. Nö, Ziegel nicht. Ziegel wäre es, wenn du da halt. Aber normale Steinziegel, die Blöcke. Nein. Nee, da musstest du noch. Stone Brick, also Brick wäre doch Ziegel, ne? Nein. Wäre das, wenn du halt. Stone Brick wäre Steinziegel, ja? Sag ich doch. Sag nicht nein, Troja. Stone Bricks sind im wörtlichsten Sinne Steinziegel. Stone Bricks sind diese Bricks. Unter Bricks verstehe ich die ganz normalen Lehm. Bricks heißt für mich Ziegel. Also dieses mit dem Muster, mit den Ziegelmustern, ne? Ja, aber das sind Lehmziegel und keine Steinziegel. Ja. Ja, und Stoneziegel wäre, also Stonebricks wäre halt, wenn du halt diese geschmolzenen Steine halt, wie Patrick am Anfang schon sagte, halt in einer Blockform, also viel in einem Ding war es hier. Also normaler Stein als Slab gibt es seitdem die Schmieden existieren. Ja, pass auf. Früher war das mal so, da wurde aus den Cobblestone wurden die weißen Slabs, ne? Genau. Okay, da habe ich aber noch nicht gespielt. Nee, warte mal. Aber. Doch. Ja, könnte ich mich nicht erinnern. Nein. Doch. Die ersten aus Smooth Stone gemacht. Jetzigen Smooth Brick Stone, scheiß leck mich doch, die du einschmilzt, waren früher halt, wenn du da diesen normalen Stein eingeschmolzen hast und da nebeneinander gelegt hast. Ich meine, bevor es das Rezept gab, gab es sogar das Cobblestone Rezept. Um diese Smooths? Smooth Stone Slabs. Ja, bett alle, aber sofort. Ja, dafür musstest du früher den Cobblestone einschmelzen, dann hast du normalen Stone bekommen und dann konntest du die halt drei Stück nebeneinander legen und dann hast du halt diese Smooth Stone bekommen. Was früher noch der normale Stone war dann halt. User was moved to your channel. Geh erstmal ins Bett. Oh. Bin ich schon. Hat sich erledigt. Dann ist es zu leise. Also diesen Smooth Stone Slabs, dass du die so herstellen kannst oder musst, die gibt's ab 1.14. Also seit dem letzten. Also seit dem Meerespatch. Na gut, dem habe ich auch nicht mehr gespielt. Ich werde Janet ihrem. Was? Das war ganz am Anfang. Danach konnte man Stein einschmelzen und für Kobbel würde den. Genau, das meine ich nämlich. Und was ist jetzt gebratener Stein? Kann man das essen? So aufpassen, dass er nicht zu Kohle wird, oder wie? Lecker Steinsuppe oder was? Sind wir bei den Trocks oder was? Nee, bei den Nordkoreanern. Oh hey, mein Haus nimmt langsam. Mein Haus Form an. Langsam. Was war denn das? Das war ich, wie ich runtergefallen bin. Ah, dammit. Das läuft so. Die Community hat einen Haufen Scheiße im Kopf, hör mal. Darf ich auch TS? Oh ja, kommt doch alle rein, dann wird das hier totales Chaos. Das heißt in den TS. Ich bin schon das Chaos. Eben. Ah, nicht zwungen, das Chaos war schon vorher hier. Ja! Mehr als ich jetzt Chaos machen kann, noch keiner. Ich hab mich noch nicht in Top-Performance gesehen. Oh, please die. Ich bin täglich zur Weißglut. Just die. Den Monster Hunter machen. Ah! Und ja, Toasty, du darfst auch. Weißt du, was mir auffällt, Olli? Was denn? In welchem Channel sitzen wir? Im falschen, aber das ist mir gerade egal. Hallo. Hallo, Toasty. Hallo. Denke jetzt einfach mal, das ist Toasty. Ja. Ah. Nein, das ist der nackte Geist von Halleluja. Der existiert nicht, geh sterben. Warum hab ich den auf plus 12? Weil Toasty extrem leise ist.
Deswegen Gas? Achso, Gas, die Begriffe Koppel und gebratener Stein. Und Gas dazu, das ist ziemlich verdächtig am Rand. Das war Anima, nicht ich. Janett, bau erstmal dein Haus zu Ende. Hä? Doch hier. Oh, Jesus. Ja, Hörgerät. Bau erstmal dein Haus zu Ende, bevor du hier rumeierst. Und lass meine Katze in Ruhe. Janett, brüllt dir die Ohren ab? Wo soll die Katze? Ach, du, ich hab selber Katzen. Wie viel lonely, also, danke Toasty. Wo kommen jetzt auch meine Katzen her? Katzen sind ein Fluch auf der Siedlung. Die Katzen, die haben sich hier angesiedelt, weil hier ganz, ganz viele Villager rumeuern. Kann man die nicht wieder loswerden im Sinne von Messer? Essen. Hm, heute Abend gibt es Katzenbraten. Wo bist du Chinese? Chinesen? Nein. Oliver Fax. Aber ich mag andere Kulturen. Ihr seid alle doof. Hängt im TS und ich hier allein. Oh, nobody cares. Eigentlich will ich das ja vermeiden, damit hier kein Chaos im Stream ausbricht. Was? Lebst doch für das Chaos. Nein, tu ich nicht. Ab und an. Nein, tu ich nicht. Gibst du? Nein, tu ich nicht. Ich bin eh gleich nochmal auf K. Warum? Weil ich noch mein Kopf. Ich muss noch was in meinen Koffer packen. In deinen Koffer packen? Ja, ich bin noch nicht ganz fertig. Bau erstmal dein Haus hin, das sieht hässlich aus. Ich fahr ja morgen in Urlaub. Boah, dann steht der hässliche Holzblock da für Wochen. Dann hat der Holzblock auf einmal ein Zündholz gefunden, das kannst du mir glauben. Ha, war ein Streichholz, du, am Blitz ist eingeschlagen. Wolle, was stell ich mal bei einem Gewitter dahin? Da können wir sagen, war versehen. Ach, Fliege, geh doch weg. Endlich Ruhe vor ihr. Nicht laut lesen, Olli. Du hast das nicht Ansatz auf dem Blätter. Was? Vor wem? Ich verstehe größtenteils kein Wort, was er sagt. What the fuck, Janet? Was ist denn das? Was ist was? Das Haus, Alter. Welches Haus? Von Janett, der Klotz? Ein Holzklotz. Ich hab ein Haus hat ein Dach. Das hat kein Dach. Einfach nur ein offener Würfel. Röstet mich. Ha, würfel ihn doch mal, vielleicht entwickelt er sich dann. Wer fährt morgen denn morgen in Urlaub? Ach so, Janett. Ach, die ist schon wieder im Kopf. Alter. Ich habe ja schon mal gesagt, sie soll Push to Talk anmachen, aber irgendwie reizt sie nicht, was ich davon ihr will. Wo sind wir hier bei der Episode? Alter, jetzt schaut die Mutter noch rum. Bong. Hey, lass die Wohnung stehen. Alter, was? Warum muss man beim Packen so einen Krach machen? Wie kriegt man das hin? Das ist, wenn du die Sachen halt einpacken willst und musst sie erst vorher noch auseinandernehmen. Ach, Toasty. Das Haus hast du aber auch schon mal gebaut, oder? Ja, ich weiß, ich hab's auch schon gemerkt. Ja, das hast du definitiv schon mal gebaut. Nur hinten eine andere Rückwand dran gehabt. Du hässlicher Hurensohn. Was? Nichts von Michelin auf einmal. Ich will die jetzt nicht einbauen, da wird sie nur wieder matt. Wer? Janette. Da war nix bedümmt. Das ist so. Alles, was ist denn los? Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Mein Baustil ist eigentlich total uninteressant. Ich hab hier vergessen, was draufzusetzen. Baust hier viereckig. Aber es ist Minecraft, das ist erlaubt. Ja. Nein.
ist halt so, wenn du vier Ecke hast. Ups! Ups. Hat er den Enderman in die Augen geguckt? Kann das sein, dass du den Diamanthack später. Diamanthack jetzt länger brauchst, um. Diamanthack-Splitter. Hält halt, ich kann doch nicht denken, dass ich da so einen Krach mache. Reiß doch nicht die Hütte ab! Das Lustigste ist, die hört das. Wander noch LKWs durch. Wollte jetzt den Test nicht sein, deswegen interessant. Hemba! Ist doch noch gar nicht fertig. Ich reiß die Hälfte von dem Haus sowieso wieder ab. Wenn ich damit. Hast du ja auch gerade gemacht, du. Wenn ich mit dem Grundgerüst komplett fertig bin. Du siehst scheiße aus! Nein, das Haus. Du Klob, ich bin zu groß. Was ist mit dem Tisch los? Willst du auch noch abreißen oder was? Ist mir doch egal, du siehst auch scheiße aus, fertig ist. Gar keine Diskussion. Doch, du diskutierst doch gerade. Schau und matt. Toja, der dümmste im TS sollte mal die Fresse halten. Nein, ich halte niemals die Fresse. Genau, das ist dein Problem. Dann will ich meine Niederlage eingestehen, das kannst du dir aber in Jahre schmieren. Das weiß ich. Weißt du, das, das weiß ich. Hör doch mal, die Ruhe. Ja, die hört gleich wieder auf. Was hab ich dir gesagt? Ja, okay, ich pack die Gummi. Wo ist meine Gummi? Ich hab jetzt. Boah. Ich hab jetzt was ganz anderes. Hallo, Steffi Rolf. Hallo. Grün und Eisbär, sind die aggressiv? Relativ, ja. Ha? Eisbären sind relativ aggressiv. Ja, Eisbären sind eisbärig. Die wollen dir eins aufs Eisbär fressen. Alter, reiß doch nicht die Hütte da drin, aber mach die da! Hat sich doch gar nicht gewehrt. Gummistiefel einpacken. Jo, da hat mir einen Fisch gegeben, Alter. Ich meine, wenn ich meinen Koffer packe, packe ich meinen Koffer und nehme ich dafür einen Vorschlaghammer. So eine Frau, die hat aber keiner gesagt, dass sie ihr Bett nicht mitzunehmen braucht. Und doch mal, wie groß der Koffer ist, ne? Emma, ich hab einen Grasblock. Ich hab einen Grasblock. Herzlichen fucking Glückwunsch. Ich hab legit einen Grasblock. Ja, das ja, toll, ich stell ihn ja aus in einem fucking Item-Frame. Dann kann ich ihn hier später klauen und in die Pampa setzen. Das tue ich ganz bestimmt nicht. Ja, aber ich wusste nicht, dass die sowas auch droppen. Natürlich droppen die das. Wenn die es in der Hand halten, dann droppen die den Block auch wieder. Ich hab das noch nie gesehen, dass die das droppen. Ja, nur weil du es noch nicht gesehen hast. War bist du hier wo den Nachweis? Was? Hier in der Pampa. Im Moped. Na gut, solange die Power packt, ist ja erstmal egal. Ja. Hab ich mir auch gerade gedacht. Wird das wahrscheinlich auch lange dauert? Ey, das ist eine Höhle. Das ist schön für die Höhle. Creeper, jede Menge. Was ist mit mir? Oh Gott! Du bist wie Troja, du machst dir einen Joke fertig und darauf reitest du dann Ewigkeiten rum. Hör mal, das habe ich bei Troja schon gesehen. Oft genug, das ist so öde. Hallo. Was denn? Und Santa. Alter, wie viele Koffer will die noch packen?
Mute jetzt, ich komme jetzt extra aus der Küche nochmal wieder, ey. Oh, gemutet. Fireman, hörst du den Stream? Geht nicht. Ich bin auf dem Weg. Ja, auf einmal. Oh yeah. Aber es macht Spaß, vor allen Dingen, wenn Troja dann im BG so behindert lacht. Hast du schon mal eine andere Lache von dem gehört? Ja, es gibt die und dann gibt es noch die ganz hohe. Meine Fresse. Unser Pfeilmacher ist jetzt ein Lehrling. Geil, wichst dir einen drauf. Ja, der nimmt jetzt Feuersteine fürs Smaragde. Wir können nur aus Scheiße jetzt Gold machen. Nein, können wir nicht, weil Feuersteine eigentlich jetzt wertlos sind, dadurch, dass der Typ sowieso Dingens macht. Pfeile. Ja, aber egal, ob du durch Gravel durchgräbst oder nicht, du hast immer Feuersteine im Inventar. Ja, ich bin im Bett. Ja, aber wir haben jetzt einen Händler, der gibt uns für einen Smaragd, gibt er uns 15 Pfeile. 16. Das ist geil. Das ist auch geil. Der kriegt Olli so ein Stiffi, du. Ja, ohne Scheiß. Warum steht in der Beschreibung, Paul ist doof? Hör mal. Alle mal, geht jetzt einmal alle durch, oder wie? Das ist, wird eine Trilogie, hör mal. Newton. Ich weiß auch, Paul, das ist wirklich verletzend für mich. Das ist, what the fuck. Mach es nicht mal die Dotierung kaputt, damit der Chef da reingeht. Doch. Mach dich kaputt, damit der Shit da reingeht, was? Haben sie jetzt wieder ein Newton oder kann die immer noch darum? Hallo, Steffi Rolf. WB? Gott, das weiß ich, hörst du den Koffer? Wie soll ich das Haus einpacken? Binnen, töten. Was will sie aber, Michael? Wer will sie davon aufhalten, du? Oh, der LKW, der gerade in ihre Wohnung fährt. Der gibt passiert eigentlich was bei Michels Turm? Hey. Kann der Steffi mitspielen? Ich sehe dich jetzt zum ersten Mal. Die Regel ist... Drei Streams. Drei Streams und du bist raus. Nein, warte. Nein, drei Streams guckst du zu und dann darfst du mitspielen. Das ist aber schlecht. Weil wegen Griefern und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir lassen trotzdem teilweise Griefer rein. Dann müsst ihr euch noch an den einen da hier diesen Diamant-Sucher hatte. Ja, Diamant Jacko oder wie er hieß. Der mit dem X-Ray. Der direkte Diamanten gefunden hast. Ja, ich erinnere mich. Dann war's Griefner. Keine Sorge, ich cheate nicht. 15 Minuten. Nee, ich hab volle Diamantrüstung. Ja. Da habe ich mir dann mal hart gedacht, ja, das war nicht normal. Was sind heutzutage schon normal? Ja, aber wir haben die Regel so gemacht. Und die bleibt. Warum sollten wir die ändern? Bisher hat sie relativ gut funktioniert. Bis auf den einen Vogel. Bis auf Terraria hatte die Regel auch relativ gut funktioniert. Die ist ungefähr so sozusagen quadratisch, praktisch gut. Ja. Ne, Olli? Ich glaube, in Terraria hatten wir die damals noch gar nicht. Doch, in Terraria. Wir haben die erst nach Terraria eingeführt. Nach dem ersten Mal. Stimmt, nachdem wir da in Terraria so direkt erstmal rein auf den Server und direkt erstmal alle Kisten durchkramen, weißt du? Ja. Und das war keine schöne Erfahrung. Ich habe ja noch 63 Stone Slabs. Spruce Slabs. Nicht doof oder was? Sag nix. Das ist total nicht doof. Haben wir schon Verzauberungstischen und so Zeugs? Nö, aber wenn du willst, kannst du gerne im Dorf ein Haus dafür bauen.
Ich habe oben bei mir einen Tisch, aber... Weil es gibt bestimmt jemanden, also einen Villager, der das gerne, gerne macht. Brauchen wir dazu, jetzt Brett brauchen wir dazu Lapis Lazuli, ne? Gesund. Boah, reiß doch nicht dein Haus ab. Oder deinen Schreibtisch oder was du da auch immer machst. Dann müssen wir wohl oder übel meinte Höhle uns eine Rüstung zulegen. Ich hab kein Wort verstanden. Ich hab genüschelt. Ich weiß, deswegen hab ich's ja nicht verstanden. Oh Gott, mein schönes Kleid. Was machst du da? Die Hütte abreißen. Der reißt dich gleich mal ab. Mann, das, was du gerade gemacht hast, ist echt die Hütte abreißen, ey. Muss die ganzen Tiere abgebunden sein. Ja, das wird extrem schwer mit Blazy, vor allen Dingen, weil es dann nicht funktioniert. Brauchst eine funktionierende Java-Edition-Version. Das wird sich scheiße sein, ist aber so. Da ist jemand hingefallen. Da hat sich die Füße gebrochen. Ja, geht. Und das Genick. Tat weh. Ich habe eh gar nichts mehr, weil ich letztens irgendwo gerade mit du gestorben bin. Ja, wir spielen Java. Ja. Nein, wir spielen Minecraft. Java und Windows 10 ist das dasselbe, oder nicht? Sind beides Java-Edition. Ja. Es ist hart. Hat sie nicht gesagt, sie hat heute sturmfrei und deswegen Ruhe? Eigentlich schon, ja. Kann es sein, dass Janet uns angelogen hat? Oder zumindest mich? Yo, bist du denn Anima? Die Menschen, die lügen, was? Alter! Oh. Tara, die nimmt das ganze Bett mit, du. Das hört sich an wie ein Nieser. Von dem Elefanten. Bitteschön, wie niesst du denn? Michel, so hörst du dich auch an, nur ein bisschen deutlicher. Jo, guten Hunger. Hört man auch echt toll, wenn ich beim Bauen jetzt nicht verkacken würde, wie sonst was. Weißt du was? Jetzt weiß man. Die bleibt vermutet. Ja! Eckhart! Eckhart! Die Russen sind da! Genau der! Geile Zeiten. Cool ist denn hier? Das für 2 Stunden aushalten. Ist ja nicht normal. Wirklich nicht. Ich habe irgendwie gerade 3 Spawns Kohle auf einen Haufen gefunden. Gib mir mein Zimmer, es ist kalt. Ja, tschüss! Jetzt habe ich schon wieder Handtuch im Kopf. Okay, das geht nicht. Sag mal, Jeanette, hast du nicht gesagt, du hast sturmfrei und keiner kann dich stören? Ja, ich bin gerade in der Küche. Was ist selber? Weißt du schon was? Hier kommt keiner reingestimmt und sagt, nein. Ja, aber das ist nicht sturmfrei. Kennst du die Definition davon? Für mich ist das sturmfrei. Im wörtlichsten Sinne nicht die Definition von sturmfrei.
Sturmfreie Bude ist, wenn du dir... Haben. Du musst dich ja morgen fahren, das komme ich ja morgen nicht nach Start. Wenn kein anderer außer du zu Hause bist. Richtig, wenn du Geist. Dir im wörtlichsten Sinne die Unterhose runterreißen kannst, freischlackernd durch die Bude laufen kannst und keiner meckert. Das ist sturmfrei. Das darf ich auch, wenn mein Pflegvater nicht da ist, also. Bitte was? Du weißt nicht, wie wir hier sind. Wir sind eine verrückte Familie hier bei meinen Pflegeeltern und so alles. Das ist der Troja. Wenn die freischlackern durch die Bude, das wäre komisch. Wer schießen! Hör auf! Ich hab gar nichts, nicht mal Essen. Aber kein Haus. Du stehst neben dem Feld. Blind? Janet. Zack. Schon wieder weg. Was ist weg? Janet schon wieder weg. Nö. Troja ist böse. Janet, ich hab eine Frage an dich. Gar nicht gemacht. Ziehst ganz deine Waffe auf mich. Ich hab gar nichts. Ich bin mal auf den Gedanken gekommen, dass der Baum sich gequält fühlt. Ich hab keine Steine mehr. Was hat denn das mit Steinen zu tun? Ich dachte, das sollte ein Baumhaus werden. Ich hab Steine gesagt, weil ich ein Haus bauen wollte, aber dass ich jetzt keine Steine mehr habe und jetzt erstmal noch da weiter rumgammeln muss. Hä? Du baust ein Baumhaus mit Steinen. Ich bin Steine gefahren, weil ich mir woanders ein Haus bauen wollte. Aber ach so, woanders? Mehr, weil ich keine Steine mehr habe. Gar nichts. Ich hab nicht meine Waffe. Nicht mal Essen. Wo gibt man denn jetzt Steine her? Man haut erst einen Baum um, dann macht man sich Holzwerkzeuge. Warte, jetzt kommt der. Genau, jetzt. Oh, das weiß ich auch. Wow. Ja, dann mach das doch. Anstatt hier rum. Alter, oh, ich klebe am Tisch fest. Den du gerade fleißig abgebaut hast? Nein, die Tischdecke klebt, keine Ahnung warum. Sag mal, heißt dein Koffer zufällig 4H? Warum? Weil du Lärm gemacht hast, als würdest du einen Panzer fahren. Der voll! Ich muss die ganze Zeit wieder hinlegen. Er schrubbt euch! Warum sind da zwei? Da lagen, also da sind schon Sachen drin gewesen und da stand die ganze Zeit. Ich musste den immer wieder hinlegen. Weil dann kam sie da an, ja, das musst du noch einpacken und das musst du einpacken. Dann noch die Gummistiefel. Dann wollte sie noch eine Buddelhose einpacken. Nee, hallo. Da lecken die Viecher um die Ecke. Eine Buddelhose? Was? Lecken Viecher und was? Was zum Fick ist eine Buddelhose? Eine Buddel voll rum. Wenn man rausgehen will und sich dreckig macht oder so, keine Ahnung. Ich muss die Gummistiefel einpacken. Oh, es schneit! Es regnet! Da wurde ich gerade von zwei kleinen Mini-Zombies angegriffen, ey. Warum nicht hier eine Tischdecke? Warum? Mumpen. Mach fick die zu Boden oder was? Oh Mann, ich hab kein Haar. Ja, haben die angeruffelt wie sonst was. Problem ist, der Server leckt und die sind schnell wie 20. Halt die Fresse da draußen. Geile Schneid. Mag das. Apropos Bett. Selber Bett. Ja, bin ich. Ich bin noch in der Mine, aber ich komme klar raus, wenn ich einen Weg finde. Falscher Weg, richtiger Weg. Hoffentlich. Ja, das ist der richtige. Da ist ein Schickenreiter, ey. Willst du mich verarschen, wie viele kleine Zombies sind hier? Ich rauche mir jetzt erstmal eine. Oh, Schicken, ich hab die alles. Schwimm hier hoch, du Schwein. Boah. Oh mein Gott. Das halte ich mal. Mein Buch. Wer ist denn da noch nicht im Bett? Ich komme, ich eile. Sag Bescheid. Jetzt. Neuer Tag, eine neue Quellaktion. Oh, es hat aufgehört zu schneien. Ah, der Koffer schon wieder auf. Oh nein, der Koffer ist auf. Gleich kommt wieder Panzer 4H. Auf dich, Rob. Hä? Scheiße. Meine Haarbürste.
Ihre Haarbürste. Jetzt wird's da noch zum Hulk. Ob sie jetzt noch mal anläuft, ist die andere Frage. Nicht aufgehen. Doch, und platzen. Das hört sich jetzt irgendwie an wie ein Moped. Oh, Haus verstaut. Wie ein ziemlich... ein ziemlich gequältes Moped. Junge, warum lebt der Creeper noch? Lass uns verrecken in der Sonne. Hör auf von meinem Haus. Creeper verrecken in der Sonne nicht. Warum denn nicht? Die sterben die Schweine. Das hab ich noch nie gemacht. So ist. Die haben Creeper aber wirklich noch nie gemacht. Suchen sich in der Nacht ein tolles Plätzchen, wo sie dir auf den Sack gehen können und dann bumselfickeln sie dich, wenn du es am wenigsten erwartet. Heißt du noch Surprise Part 6? Ich hab nen Knall gehört. Ja, da hat nur Wasser weggesprengt. Interessant. So, heute geht nicht mal in den Koffer. Das noch klein ordentlich machen. Sag das nicht zu laut. Was? Den Koffer. Ja, ich musste 10.000 Mal. Ich muss halt auch schon wieder fahren, weil ich meine Haarbürste rausholen musste. Ich hätte einfach alle beide reingeschmissen. Arme Haarbürste. Boah, Haarbürste. Ja, ich habe alle beide reingeschmissen. Obwohl auf dem Zettel stand, ich darf nur eine mitnehmen. Das heißt, wenn man doof ist. Richtig hardcore, du. Oh mein ja, Gott, nur eine Bürste. Wie viel hast du? 20? 2. Warum? Ich brauche meine 2 Haarbürsten. Mit der einen muss ich, weil die eine macht ist für die Kletten. Und es ist scheiße, wenn ich mit der anderen da schon rumkämme und meine Haare rausreiße wie eine Verrückte. Weil ich wie eine Irre meine Haare kämme. Das sieht wieder ordentlich aus. Scheiße, noch fast noch eine Stunde. Ich muss schon um 9 ins Bett. weil ich auch um 6 aufstehen muss. Nicht freiwillig. Oh, buhu. Um 6. Ja, weil dann kommt muss ich morgens frühstücken und dann muss ich schon bald los. Und dann gibt's endlich 5 Stunden mit dem Bus nach Dänemark. Yay. Dänemark? Ja, Zeltlager. Dänemark klingt aber gut, wenn ich ehrlich bin. Dänemark ist auch toll. Wer? Oh, you little cunt. Du bist Gertrud? Oh, Eule, du fuckst gerade ab. Dann habt ihr eine Eule. Hallo, sei froh, die können auch Trecker vorbeifahren. Wohnst du in einem Dorf? Ja. Oh, wow. Ganz wie du ganz viele Trecker sind. Welches Bundesland? Ja, wo du nicht bist. Also kein Sachse. Nee. Das hätte man aber auch erkannt, hättest du das nicht gesagt, Toasty. Da wohnen so viele komische Menschen. In Sachsen? Ja. Ja, unser Ausbildungsmeister war auch Ultra. Ich stürme wieder den Tunnel. Ich weiß nur eins, wenn du richtig loslegst mit deinem Dialekt, dann verstehe dich hier, glaube ich, keiner mehr. Na und? Vor allem ich nicht. Ich vielleicht noch ein bisschen, ja. Ja, du bist... Ich muss ein bisschen Deutsch verstehen, das reicht. Ich muss Deutsch verstehen, das reicht. Oh, keine anderen Sprachen. Du bist ja auch so ein Dialektkrüppel. Wer? Ja. Wer ist ein Krüppel? Troja ist ein Dialektkrüppel. Ja. Seit wann? Schon immer gewesen. Ja, ich eigentlich auch, aber nee. Muss es so sehen, er ist eigentlich ist er Österreicher. Ah, der Österreicher. Deswegen darf man den auch nicht an der Macht lassen. Herr Österreich ist eigentlich voll schön, da war ich schon. Ja. Ja, aber die Menschen, die da wohnen, sind ein bisschen bescheuert in der Birne. Ist ja. Ich fahre aber nie wieder dahin. Wir sind 25 Stunden dahin gefahren. Nie wieder. Wo seid ihr da hingefahren? Seid ihr fünfmal in Deutschland und dann nach unten oder was? Erstens hatten wir eine Autopanne, zweitens sind wir gefühlt 3-mal bei McDonald's angehalten. Dann sei da selber schuld. So viel Dummheit kann ja nur bestraft werden. Danach mussten die Drillinge immer auf Klo.
Okay, eigentlich haben die noch Windelscheißer gewesen. Aber wir Mädels mussten dann immer auf Klo oder die alten Männer. Also ich habe eh nicht die ganze Fahrt mitbekommen, weil ich fast... Okay, nicht fast. Ich habe mindestens eine Stunde geschlafen. Ich wollte sagen, ich habe eigentlich die ganze Fahrt gepennt, aber geht ja gar nicht. Und da war auch noch mein Handy-Akku leer. Das war richtig schlimm. Oh nein, das Handy-Akku war leer. Was macht man dann? Man guckt auf die Straße. Ja, dann habe ich... Straße, ich hatte noch, schläft. Ich hatte noch eine Powerbank mit, aber die war nur noch halb aufgeladen. Danach hatte ich auch... Dann hatte ich die aufgeladen, dann wieder leer gezapft und danach hatte ich kein Handy mehr. Danach war es tot. Dann war es tot. Dann war es mein Handy. Das hört sich an. Oh nein, ich hatte kein Handy in der Autofahrt. Ja, da waren, also das gab so viele Schilder, die hatten voll coole Namen. Aber ich wollte die immer fotografieren und hat sich getan, weil mein Akku leer war. Oh nein. Deswegen setze ich bei auf Fahrt Entertainment immer noch auf meinen alten Nintendo SP. Wer hat denn heutzutage noch sowas? Mit dem Ding kannst du 2 Tage spielen, ohne dass dir der Saft ausgeht. Ja, schön, ich hatte ja ein Ladekabel mit, das war aber hinten im Koffer. Und zweitens haben wir keine Steckdose gehabt. Wie sagt man dann? Wenn du doof bist, bist du selber schuld. Das Coole war aber, wir hatten auf dem Zeltlager, also auf dem Campingplatz hatten wir halt auch WLAN. In jeder Ecke. Ja, weil es ein öffentlicher Platz ist. Und dann bin ich nachts rumgegangstert und hab einfach WLAN gesucht. Rumgegangstert? Ja, ah. Rumgegangstert. Hat doch gerade das Bildchen geklaut, du. Ja, dann bin ich da irgendwie... WLAN geklaut, oder was? Dann bin ich mit meinem Leopardenschlag und Zug rumgelaufen. Mein Onkel hat immer gesagt, dass ich irgendwie ein pinkes Einhorn war, wo es ein Leopard war, aber okay. Ich weiß nicht, seit man ein Einhorn und Leopard verwechseln kann. Weiß nicht mal, was ein Einhorn für ein Fell haben soll. Einhörner sind cool. Okay. Pinkes. Nein, Einhörner müssen getötet werden. Mein Zimmer besteht fast nur aus Einhörnern. Sogar meine Bettwäsche ist Einhorn. Also wenn deine Bettwäsche nur aus einem Horn besteht, hast du aber ganz schön Probleme. Ich muss heute Nacht mit meiner Decke als Kopfkissen schlafen, weil mein Kissen schon im Koffer ist. Aber ein Horn ist doch ziemlich unbequem als Decke. Jetzt sind wir mal langsam gut hier. Damit lässt sich aber toll was anderes machen. Lass mal ein anderes Thema, bitte. Troja? Ja? Beherrsch dich. Ja. Das funktioniert nicht bei Troja. Scheiße, ja, die Maus. Du hast mit dem Thema angefangen. Du hast ein Horn bei dir im Schlafzimmer, Mintes. Mehrere. Ich muss Gott nochmal weg. Ich muss die Mäuse von den Katzen wegschmeißen. Oder was? Dann mute dich wenigstens vorher im Teamspeak. Vielleicht, ja. Bevor es hier wieder Rabotti geht. Warum? Ich bin hier allein als Kind. Oh nein. Ja, das ist schön, dass du alleine als Kind bist. Aber das ist immer noch keine sturmfreie Bude. Wie alt bist du? 12,50. 15? Ja. Maximal, ja. Wer ist nicht ein Teenager, kein Kind? Nein. Wie alt war mein älterer Bruder? Oder ist mein älterer Bruder? Der ist auch noch ein Kind. Ich bin auch 28. Ja, genau der. Siehst du, ich muss mal meine Alten anrufen, muss mal nachforschen, was mit dem abgeht. Ich wollte gerade fragen, ob du davon schon mal genaueres wieder weißt. Nö. Ich weiß von nix, mir sagt auch keiner was. Mich rufen meine Alten auch gar nicht an. Hat eh nichts zu sagen, von daher. Familie ist für mich so... Ab und zu mal vorbeikommen, essen und dann wieder verpissen. Nicht existent fast, würde ich schon sagen. Das klingt irgendwie du traurig. Ich will nicht sterben. Wieso bist du verbrannt? Dafür bist du aber auch verdammt schnell gestorben. Immer noch aus der Lava wieder rausgeschafft. Immerhin etwas geschafft. Die muss ich noch vernünftig ausleuchten. Dann muss ich die Ecken wieder wegmachen. Damit das wenigstens ein bisschen ordentlicher aussieht.
Was mache ich jetzt mit 54 Holzslabs? Slapp dir eine? Weiß gar nicht, was ihr habt. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, das Haus. Von dem Baum aus betrachtet sieht es schon komisch aus. Ja, aber es ist auch schon wieder so ein riesiger Klotz in dem eher klein gehaltenen Dorf. Wenn du das Dach so machen würdest, wie bei den anderen Häusern, ging es so leicht. Dann wird es definitiv mehr in den Style passen, ja. Einfach das Dach spezieller gemacht. Das ist schon ein Argument, ja? Ich hab gerade Spock auf meine Mutter gekillt. Wenn sie sich nicht so hart vom Style abheben. Ja, der hebt sich ja eigentlich nicht vom Style ab, nicht so wirklich. Das Problem ist echt das Dach. Was ist mit dem Dach? Ja, guck dir mal die Dächer hier an. Die habe ich alle in einem Stil gebaut. Und das Dach habe ich jetzt in einem leicht anderen Stil gebaut. Und das... Hat das eine andere Farbe oder was? Nein. Die Form. Die Form? Achso. Ein... The Firm. Da fehlt Glas überall. Das ist uncool. Das hat nichts mit dem Dach zu tun. Ich sollte eben die Maus entfernen, auf einmal, ich wollte den Gebüsch schmeißen, auf einmal landet sie auf dem Gebüsch. Oh nein, wenn man Sachen... Oh nein, wenn man Sachen auf ein Gebüsch schmeißt, bleibt es auf dem Gebüsch liegen. Wer hätte das vermutet? Ich. Ist es nicht Nacht? Ja, ich hab's gemerkt. Danke, Mr. Schlammer, da kam das Skelett um die Ecke. Stell dir mal vor, Troja, Janet hätte Sticky Fingers gerufen. Das? Und die Maus wäre tatsächlich verschwunden. Verpinkel dich. Das ist scheiße. Ich weiß. Michi versteht ihn nicht. Das finde ich toll. Deswegen hasse ich euch. Du hast jemand verbrannt. Oh nein. Du musst das Bild, später im Dings unbedingt nochmal posten, Olli. Ich muss das erstmal suchen. Ich hab das gar nicht mehr. Wo ist hier ein Dreck? Du machst mir Randale hier. Hör mal, geht mal ins Bett. Ich bin schon. Warte auch nur noch. Genau, das funktioniert beim Treckerfahren. Sehr uncool. Böser Mensch. Es gibt was ganz Einfaches. Das nennt sich ein Fenster. Das kann man schließen und dann hört man keine Außengeräusche mehr. Was? Ich brauch frische Luft. Er macht die Hose zu. Ganz schön. Ich hab eine Schlafhose an, die hat keine Knöpfe. Das ist nur Leggings, die kann ich nicht zumachen. Ich hab keine Knöpfe. Vielleicht solltest du mal dann die Hose wechseln. Ich hau dich gleich. Hat jemand was zu essen? Komm her. Ich brauch Futter. Sonst verrecke ich hier gleich schon wieder irgendwo in der Ecke. Bist du bei deiner Hütte? Ja, ich lauf grad hier kurz und quer. Also ja. Hier sind überall Felder. Überall. Ja, weißt du. Ich versuche gerade einen pumpen. Hey, komm hinter dich. Pflanz am besten der Hälfte davon an. Einfach aus einer Hacke Feld machen, draufsetzen, fertig. Mir fällt gerade was auf. Was? Das fällt dem Oliver auf. I might be completely retarded. Yes! Nur vielleicht? Eines Tages vielleicht. Ist Mikey eigentlich die richtige Form, das zu sagen? Mhm. Mikey, ist das eigentlich die richtige Form, das zu sagen? Might be. Might be. Ich könnte komplett retardiert sein. Retardiert. Ja. Retardiert. Ach, übrigens, was gibt's da eigentlich das wieder mit der Musik? Was für Musik? Musikwünsche. Oh Gott. Das Problem ist wahrscheinlich, wenn ich hier später wieder reinlaufen, die Blöde. Wenn ich ein Spiel finde, was damit kompatibel ist. Obwohl, so ein Spiel, was weiß ich. Minecraft? Minecraft ist damit nicht kompatibel. Ich mache ja ständig was. Das heißt, in EO4 könnte man das machen. Nee, in EO4 geht das leider auch nicht. Immer drücke ich die falsche Taste. Zeiten. World of Tanks? Nee. Was ist damit? Hab gerade das Gefühl gehabt zu ersticken. Dann atme, Anima. Das hilft. Ne. Ich könnte ja jetzt was sagen, aber ich glaube, den Satz spare ich mir. Nein. Schwanz aus dem Hals. Nicht alles auf einmal.
Nur geübte Menschen können Deep Throaten oder was? Zu viel Fett im. Der Witz schreibt sich fast von selbst. Klack, 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 klack. Bist du jetzt mal fertig? Ja, ich hab meine Steine, die ich am Mund. Was ist da draußen? Was das denn? Michi bellt irgendwelche Hunde an. Also mein Hund ist irgendwo draußen. Ich hab mich rausgeschmissen. Und Tussi ist gerade draufgegangen. Jawohl. Stirb aber Michi, leise. Der Turm ist nicht sicher, da gibt's Einfluss. Geh weg! Lass mich nicht in Ruhe. Der Turm ist nicht sicher, da kriegt kein Tuss. Bist du? Kann aus dem Fenster fallen. Jedes Mal, wenn du was sagen willst, schreit sie dazwischen. Ja, also. Ach, bist du gerade bei Michel vor? Was hast du denn gegessen, Anima? Oh, was hast du noch was überlebt? Ich wurde gerade in die Luft gejagt, was. Warum nicht Gutes, ganz? Fettes, Gott. Was aber jetzt nicht ein Stück von Troja probiert. Und Troja schmeckt aber doch nicht. Habe ich gerne gegeben. Woher weißt du das? Er ist ungesund. Weil das ein alter Mann ist. Troja ist mit Sicherheit verdammt ungesund. What? Was hast du da oben vor? Leute, über 18 Schnecken. Warum? Was wird das für ein Riesending? Wer, wann, wo, Penis? Der Turm sieht immer noch was aus. Da oben. Du hieß cool. Geh dir den Scheißdreck an, guck in eine andere Richtung. Nein, meine Axt ist kaputt. What the fuck, Mann? Was ist das da oben? Ist doch so, wir hatten doch mal irgendwas wie was, eine Schönheitskontrolle Mann. Bei Olli. Das ist alles auf euch. Wie ist das? Ich glaub, was? Der versucht hier die Goa'uld zu beschweren, aber das ist doch keine Ahnung. Nein, ein Stargate wäre aber rund. Was ja, war mit einer Qualitätskontrolle, Toasty? Na, was Gebäude angeht, dass sie auch reinpassen ins Bild. Große irgendwie sieht das Brötchen sehr mechanisch aus. Bacon und Käse, Dampf. Wie ist denn die Dampfbrötchen? Ein Dampfbrötchen. Das Einzige, was mir fehlt, ist mein Game Mode, damit ich fliegen kann. Und ja, gab's mal, aber das habe ich ganz schnell sein gelassen. Sonst wäre Troja nämlich immer durchgefallen. Irgendwie ein Jetpack oder sowas? Nö. Elytra gibt's. Langeweile? Tekkit ist gay. Nur Schwutten spielen Tekkit. Ah, dann spiel halt Hexe. Aber ist hier eine Versammlungsstelle oder was? Habt ihr nichts anderes zu tun? Wasch euch die Füße. Heil, heil. Und ja, das klingt extrem fettig. Und ein bisschen widerlich. Versammlung. Aha! Soll ich auch nachkommen? Nein! Ich hatte noch ein Herz. Ich liebe es. Freiheit, Motherfucker! Komm mal wieder! Geil, ich hab meine eigene. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich bin verreckt. Ach, so mit Vollsorten. Ich würde jetzt am liebsten verrecken. Dann spring runter, so wie ich das immer getan habe. Wieso lebst du dann noch? Meine Sachen! Hier, das gehört auch noch dir. Was klaue ich dich? Was hast du? Du klaust Sachen, böser Mensch. Ich find's toll, dass Olli schon lange keine Grundsteuer mehr erhoben hat. Brauch ich im Moment nicht, weil ich gerade mit was anderem beschäftigt bin. Und nicht so. Bitch. Guck mal, steuerlos werden. Könnte ich mal wieder machen. Warte mal, was haben wir denn hier für Löcher noch? Könnte auch ein Lagerhaus bauen, wo man die Sachen dann da reintut und so. Was für Steuern? Da ist noch ein Loch. Was ist mit mir? Keine Ahnung, Anima. Hör mal, ich kann mich auf nichts konzentrieren, Anima, während ich aus allen Richtungen irgendwas geblärt krieg. Bla 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 bla. Bla, bla, bla. Ja, der ist zurückgekommen. Dein Haus sieht von innen gut aus, aber von außen nicht. Okay. Ja, weiß ich, habe ich auch gemerkt. Ach so. Da fehlt was. Da fehlt irgendwas. Fehlt ganz. Oh. Hobbylos oder was? Was? Hobbylos oder was? Ja.
Das könnte. Das ist Klee, geil. Oh Mann. Aber geht's ja ohne. Falsch. Goddammit. Ist ja gut, dass niemand weiß, dass ich die Grundsteuer gerade in die Kiste gelegt habe. Ist ja gut, dass niemand weiß, dass ich nicht, was für eine Kiste du meinst. Ja, ist echt gut, dass du das nicht weißt. Irgendwann hat Troja meine Füße. Die wohnt bestimmt in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ich irgendwie so ganz. Nee, das war kein 5. Oh, fuck mal live. Ich hab mal kurz seine Werkstatt benutzt. Brandenburg vielleicht oder so. Ich muss ein bisschen Stein holen. Brandenburg? Hast du benutzt? Ich hab deine Werkbank benutzt. Kannst du sagen. Nein! Olli, dreht Troja mal bitte. Würde ich am liebsten. Täglich. Aber der ist so weit weg. Und außerdem wird der Tritt doch eh nur zurückfedern. Boah, stell dir mal vor, ich glaub, da drin stecken, wie widerlich. Und du hörst, was soll das, Fireman? Hau ab! Warte. Ja. Oh, mega. Der Zahn ist so groß, so klein. Nee. Es gibt einen Bauernkrieg. Der beschwert sich über unseren Zaun. Oh, da habe ich noch ein Schaf vergessen. Ja, er sagt irgendwie, der kommt dann mit seinem Pogel, mit seinem komischen Trecker nicht vorbei. Mecker. Also soll er sich einen anderen Haus suchen. Einen anderen Haus? Einfach. Euer Zaun ist ja auf eurem Grundstück. Ja, wenn ja, hat er gelitten. Genau. Ganz einfach. Ist aber, guck mal, ist unser Zaun. Wenn er da vorbeifahren will, muss er schon seinen Trecker einziehen. Ja, es kommt drauf an. Wenn der Zaun auf euer Grundstück ist, hat er keine Chance. Nee. Nö, da kann er sonst was machen. Wir haben es da alles gepacht, also hinten bei der Pferdeweide, ne? Aber wenn er es kaputt macht, kann er es wieder selber reparieren. Es kostet so viel Geld, neue Zäune zu kaufen. Klar, ist auch ein Zaun. Ja, klar, ist auch ein Zaun, ja, mit Strom. Mit Strom drauf. Wann kommt die Mauer? Ja. Ja, Troja, wann kommt die Mauer? Ich ein eigenes Haus gebaut habe. Da willst du von mir auch von Steuer? Klar, ich nehme alles an Erde, was ihr habt. Was ist Erde? Einfach nur Erde. Erde. Das Erde. Ist deine ja, überleg ich mal. Kein Geschäftsmann werden. Nein, überleg mal. Grundsteuer. Keine Grundstücksteuer. Grundsteuer. Ich will Grund. Boden. Das ist scheiße. Das war Absicht, dass die so heißt. Was sind so scheiße? Ich meine, ja, das verbaut. Weil ich muss hier noch Löcher zumachen, deswegen brauche ich die. Ein anderer macht das ja nicht. Dumme Säuer, du. Ja, die anderen Scheißärsche hier, die kümmern sich ja nicht darum. Diese dummen Säcke hier. Die bauen lieber irgendwelche sinnlosen Steinklötze. Was? Aber alle beide. Fällt mir gerade so auf. Egal, was ich, wen ich meine. Es trifft immer den richtigen. Muss ich gerade mal nachfragen. Überhaupt nichts zu Kackbuhn. Sag ich mal, du Lappen. Ich muss was nachfragen, warum Kackbuhn? Da... Ein ja. Kackbuhn? Das ist Troja. Dreh doch mal Buhn um. Dann hast du Noob. Das ist, im Grunde genommen ist das ein anderes Wort für Kacknoob. Sehr kreativ. Es ist nachts. Ich weiß. Doch. Manche Spieler sind halt nicht sehr kreativ. Aua. Macht sie auch Geld als draußen. Aua. Ein toller YouTuber hat was hochgeladen. Wow, ich kann mich nicht mal bei YouTube anmelden. Wer hat denn was hochgeladen? Animal. Der Pedo von vorhin. Bessere Frage, wer ist denn hier im Bett? Ja genau, wer ist nicht im Bett ab? Ich muss gucken, was los war jetzt. Oh Gott, ich hab schon... Immer diese Leute mit ihrer Ernte, ey. Ich hab schon Angst gekriegt. Ah, ich bin attackiert! Dass da auf dem Bildschirm die ganze Zeit ein Gesicht auftaucht, wenn ich nicht hingucke. Es ist die Schaufel, die ich in der Hand hab, die durch die Wand glitscht. Das ist schlecht. Ich wurde gerade vom Skeletto attackiert.
Troja, du bist... Ich sag dazu nichts mehr. Ist okay. Das ist, Mann, ich bin hier gefangen zwischen Skelettos eben. Skelettos? Nein, nein, auf mich anzuschießen. Pinkel dich. Such dir ein eigenes Zuhause. Sprichst du gerade mit... NPC. Hau ab mit dem Zombie. Ein Skelett. Mann, Skelette haben aber keine Ohren. Hab ich noch Erde für den Oli? Ja, Troja ist dämlich. Erde? Ich hab Erde natürlich gehört. Haben sie auch keine Muskeln gesehen keine und sonstiges, um die Knochen zusammenzuhalten, Alter, weil das stört ja auch weniger. Elf Erde ist aber nicht genug. Stirb ja. Doch! Erde ist halt ziemlich selten. Hallo, stirbst doch irgendwann, oder? Ja, Erde ist total selten. Ja, ich weiß gar nicht, wie das hinten soll. Mega selten. Wo kriegt man die eigentlich her? Weiß ich nicht. Aus der Luft. Ich hab ne Gerüchte gehört, dass man Erde irgendwo herkriegt. Oh Mann! Rage Squid incoming. Richtig creepy, ey. Anscheinend ist Janet schlecht in Minecraft. Ich bin nicht schlecht in Minecraft, ich hab grad was gegessen. Wenigstens ist er nicht so schlecht wie Volkert. Ja, aber komplett inkompetent. Warte, hat jetzt irgendwas Wichtiges? Wer ist denn da jetzt reingekommen? Der dürfte sich jetzt wundern. Kackenreißarsch. Der Paul, der Kackenreißarsch. Paul. Gewundert habe ich mich schon, weil ihr hier irgendwie allesamt im falschen Channel lockt. Auf zu heulen, ich habe keinen Fick drauf gegeben. Scheißegal. Oh, wow, ich wird attackiert von Pflanzen. Nee. Fullcat war nicht nur voll schlimm, Fullcat war auch voll kant. Aua. Trottel. Ich brauch Holz und Stein. Den hat man ja überhaupt nicht ausgehalten. Was? Fullkant. Minecraft? Nee. Er wollte die ganze Zeit nur was von dir und hat es dann umgebracht, wenn du nicht auf ihn gehört hast. Ja. Das war schlimm, war das? Mit dem Teleporten war immer lustig. Ich hab's heutzutage mit dem Monster. Ich glaube, wegen dem habe ich die Regel gemacht, dass ich nicht mehr Teelen tue. Darf ich einmal Bambus nehmen? Wer bist du denn? Ich brauch nur einen kleinen Bambus. Ja, nimm doch. Nimm weg. Versuchst du gerade den Berg zu steigen? Ich will's gar nicht wissen. Da, jetzt. Have fun. Da. Ich hab noch mehr als genug. Hat wer was von Bambu gesagt? Was für ein Bambu? Was ist Bambu? Bambu, nicht Bambu. Ja, jetzt musst du ein bisschen Bambu. Bambus haben. Bambus ist toll. Nee, das Haus sieht doch gar nicht so schlimm aus, ein Turm hier drüber. Ja, hauptsache sich letztens drüber aufregen, künstlich. Hast du nicht gesagt, der sieht scheiße aus beim letzten Mal? Beide hat er gesagt. Ja. Der eine sieht kacke aus und der andere sieht kacke aus, weil er nicht fertig ist. Erwischt. Oh, ah, ich hab das komplette Bambus geklaut. Weg. Huscht. Was jetzt sagst du dazu, fest. Troja? Huscht. Ist das schon tödlich? I don't care, ich hab noch immer einen ganzen Stack Bambus in meiner Hand. Jetzt pass mal auf, was ich mit dem Bambus alles mache. Geh weg! Ich muss eine Uhr. Wenn ich spätestens in 2-3 Tagen an Epilepsie stirbst, dann weiß ich auch nicht. Wer? Troja. Epilepsie ist nicht cool. Ich weiß, mein Bruder hat sowas. Ich hab das selber. Chaoskopf, der war auch schon mal in der dabei, oder? Epileppi, aber happy. Hilfe! Wer ist Chaoskopf? Ich sehe hier keinen Chaoskopf. Nein, ich kann nicht laufen. Kacke, hilf mir. Auch nicht im Chat. Ich brauch Hilfe. Hängt sie. Wie kommst du denn jetzt auf Chaoskopf? Weil er mich auf Discord angeschrieben hat. Warum hat er dich auf Discord angeschrieben? Keine Ahnung. Er hat mich jetzt gefragt, ob er bei Minecraft mitmachen kann. Ali! Ich hab mir jetzt mal gesagt, das was ist mit mir? Hör mal. Ja. Was willst du? Ich sehe dich nicht mal. Was hast du mit dem ganzen Bambus da oben vor? Keine Ahnung. Ja. Ich will einfach nur eine Runde Tripping Balls haben. Wer klaut da gerade meine Farm? Das sieht bestimmt geil aus. Ich suche gerade Hilfe, hilf mir. Wenn ich damit fertig bin. Hey. Ich meine, Chaoskopf war schon öfters da. Du vorher fragen? Ja. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. War schon öfters bei Terraria dabei. Das war der Neuanfänger bei Terraria.
Danke, dass du mich getötet hast. Mit der Glocke habe ich ziemlich Probleme, wenn das weggenommen wird. Das war aus Versehen. Ja, aus Versehen abgebrochen. Ja! Ich brauch's nicht. Wie, du hast Probleme, wenn die Glocke abgenommen wird? Ja, ich habe aus Versehen links geklickt, statt rechts. Wieso hast du ziemlich Probleme, wenn die hier abgenommen wird? Weil das meine Lieblingsglocke ist. Ja, ich habe aus Versehen links. Ich habe gerade die Glocke abgenommen. Hey, Leute. Nee, wollte ich ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt so funktioniert. Ich wollte es auch nicht. Ich habe nur so gemacht. Wo ist das hier? Ist das was passiert cool? Eigentlich, wenn du dann oben das Ding abmachst? Fireman hat, glaube ich, polnischen Hintergrund. Aber nur unten, oder was? Die kann nur stehen. Ach so. Kann das sein, dass Fireman Pol ist? Warum? Weiß nicht, gerade hat er erstmal meine Farm abgefarbt. Jetzt ist er gerade da, wo ich abreiße, nach unten gegangen, hat sich, glaube ich, meine Steine geholt. Fireman, bist du Pole? Warum reißt du dein Haus wieder weg? Muss man nicht verstehen, oder? Warte, Matosti. Er sollte auch gleich kommen. Ich habe mal gesagt, er soll mal hier antworten. Es geht das wieder los. Oh, das ist so ein toller Bug, ne? Das ist kein Bug, das ist Gold. Nein, das hier? Dass ich jetzt in der Wand drin stehe? Ja, ich habe schon wieder solche Klappspaten hier, die überfallen wollen. Oh, ich brenne! What the fuck? Der Brenner hat mich drauf. Oh. Ich bin Italiener, noch schlimmer. Das darf ich nicht in die Base? Warte. Sobald wieder der Raid einmal ein bisschen in den Süden geht, wechselt ihr die Seiten, du. Also ich darf jetzt nicht ins Dorf gehen, oder wie ist das? Oh mein Gott, was ist hier denn? Ich will das auch mal erleben. Ich hab grad so einen Wanderer hier umgewandert. Wir haben keine Mods drin. Hast du einen Debuff? Hast du mich gerade geschlagen? Nö. Nein, ich mein Fireman. Nein, ich meine nur zu Patrick. Hilfe! Solltest du dann eigentlich einen. Hast du mich gerade geschlagen? Solltest du eigentlich einen Debuff haben mit. Irgendwas Exil oder so. Achso, nö. Vielleicht war das noch ein Wanderer von letztes Mal. Hilf, kann mir mal jemand helfen? Wo ist denn da? Bei Michel? Oh mein Gott, ich muss hoch. Olli, im Chat supporten ist mein Auftrag. Ja, schon, aber. Wo bist du? Ich komme heute auf den Berg. So, dann bestrafen wir mal Fireman eine Runde. Der hat mich gerade gehauen. Hilf mir. Wo bist du? Ich bin noch nicht. Gott, mich! Ach, da oben bist du feinlich runter. Bist du wieder tot? Nein! Wie hoch soll ich denn gehen? Wer jagt dich denn eigentlich? Wir hatten Dorfbewohner, nämlich einen erschießen. Natürlich kann man noch mitspielen. Das sind auch kein Dorfbewohner. Ich brauche nur deinen Minecraft-Namen. Komm hier hoch. Das sollte auch mal aufpassen. Was du? Die sind da. Ach, da sind die restlichen. Bestimmt nicht. Brauchst mal was essen. Jetzt habe ich gerade einen Hirnschiss. Die hausen alle hinter deinem Berg. Ich versteck mich einfach nur. Denke mal, jetzt habe ich einen Debuff. Ist das schon wieder runtergekommen? Ja, Michel, du hast jetzt den Debuff. Du hast ja auch das Achievement dafür. Ja, Fireman ist schon wieder runtergekommen. Schade, das habe ich jetzt verpasst, wie er im Wasser aufkommt. Also, mich nicht hauen. Ist uncool. Also darf man Troja hauen? Wo hab ich's doch? Was? Giganten 14. Warst sogar schon mal mit am Spielen. Mein ich. Überleg's dir gut. Fireman? Ich schwör's dir, ich kann ein Bedrock Prison verbauen. Nur für dich. Ich bin dann mal weg. Ciao, ciao. Jo, bis denn, Toasty. Ich will ja nicht so rum. Man droht ja. Ich hätte vor einer gewissen Höhe, würde man Schaden bekommen, wenn du ins Wasser fällst. Das wäre geil. Das wäre realistisch. Ich kann dich nicht adden in der Whitelist, weil der Spielername nicht existiert. Haha. Irgendein Unterstrich oder sonstige Sondersatzzeichen im Namen. Das wüsste ich nämlich gerne, weil so wie ich das jetzt geschrieben habe, steht es auch im Chat.
Aber ich kriege eine Fehlermeldung. Troja ist gemein. Nö. Stimmt, kommt drauf an, ob du die Pocket Edition hast. Aua. Mit der Pocket Edition geht's ja sowieso nicht. Ich will nur 3 Herzen. Ein Ding, die... Ja, aber das hat ja damit ja nichts zu tun. Das heißt einfach, dass es keinen Minecraft-Account mit diesem Namen gibt. Richtig. Haha. Oh, es ist Bettzeit. Ja, ich hab ja auch gerade gemerkt. Na, ich wandere hier noch. Ab ins Brett. Ich habe jetzt noch mal nachgeguckt. Da, Giganten 14. Funktioniert nicht. Olli? Ja? Den... Wirst? Die Servergruppe hast du dir erstellt? Den was? Den First, die Servergruppe. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wofür die war. Gut, ich hab's ja nämlich gerade mal eingestellt. Die OP war sie. Sie hat die gleichen Rechte wie Troja gehabt. Ach, das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Also fast die gleichen Rechte. Das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Versuch mal Chaoskopf 96. Ich probier mal Chaoskopf. Was? Exkommuniziert? Ja, für Deppen, die... Soweit ich weiß, dürfen... Ist das der Titel für Jeanette, oder nicht? Die dürfen aber nicht sprechen. Deswegen. Jeanette was poked to death by a sweet berry bush. Herzlichen Glückwunsch. Uff. Kann das... Scheiße, soll ich mir das wieder rausholen? Kann das sein, dass Jeanette eigentlich ein zweiter Account von Fullcat ist? Gut. Was? Sein. Nein? Warum? Ich hätte nicht. Anscheinend, dass Jeanette hat nichts mit Cheaten zu tun, was er meint. Echt, was hab ich jetzt gemacht? Egal. Jeanette, bist du mit einem anderen Rechner drin? Nein. Warum? Weil du hier im TS zweimal aufgeführt bist. Kann passieren. Ja, aber von der Rechte her nicht. Ich bin ein Geist. Ja, genau, weil du dämlich bist, Jeanette. Was hab ich gesagt? Anima hat das gesagt. Ich geb ihm nur recht. Anima. Ich geb ihm nur recht. Ja, ist doch. Versuch's nochmal. Da, Chaoskopf 96. Player does not exist. Hast du dir jemals Minecraft gekauft? Ah, er spielt's auf einer nicht offiziellen Version. Habe ich nämlich auch das Gefühl, weil dann geht's nämlich nicht. Der Server ist nicht für gecracktes Minecraft freigegeben. Nein, gecracktes Minecraft funktioniert nicht. Cracktes Minecraft. Oh. Da haben wir's doch, er hat's gecrackt. Na, dann funktioniert's so oder so nicht. Nicht auf dem offiziellen, also nicht auf dem Server. Hex! Dann geht's nämlich den auch Titel nicht. Dann... Nicht gekriegt. Ha? Das ist jetzt auch nicht so teuer, ne? Nö, Minecraft ist an sich nicht teuer. Was denn? Hex! Ist Headhunter ab und zu mal noch im Stream? Headhunter ist ein Kollege von Andy. Der hat mit dem Stream überhaupt nichts zu tun. Ach, das ist ein Kollege von Andy. Den Iro, Face, Snake auch? Das ist Vollpfosten. Chevy? Wer? Chevy. Chevi. Gutes Wie. Kenne ich nicht. Gut, entfernen. Marius? Who? Marius? Ach, das war einer von mir. Von dir. Ja, nein, kannst du auch, nicht. Den kannst du, glaube ich, auch entfernen. Okay. Nein, das funktioniert nicht, Chaoskopf. Der Server ist über eine Whitelist. Der Server ist erstens
Über eine Whitelist funktioniert der und ist nicht für gecrackte Versionen freigegeben. Kannst nicht einfach mit einer gecrackten Version auf einen offiziellen Server connecten. Das geht nicht. Direkt connect ist ja auch wieder was anderes. Pepbox? Den noch von euch? Pepbox ist einer von Twangs. Wieso hat er denn nicht solchen Subschrift? Weiß ich nicht. Weil er hat ihn ja eingestellt. Wahrscheinlich war das Twangs. Zumindest habe ich ihn schon lange nicht mehr gesehen. Riddick? Rickstrich Dennis? Wahrscheinlich auch. Ist Twangs zu blöd, das Ding zu benutzen, oder was? Weil alle, die ich nicht kenne, die Landsknecht haben, die fliegen nämlich raus. Weil wer Twangs so falsch macht, dann ist es seine Schuld, weil die kommen eh nicht in den Channel rein von Twangs. Wahrscheinlich zieht er sie immer. Und das hat so bescheuert. Tut's mir leid. Aber hier in der Landsknecht haben sie nichts verloren. Nö. Kann, wenn er will, kann ich noch einen für seine solchen Zipschaft noch einen Channel erstellen. Wird noch eine Servergruppe, aber. Braucht er ja eigentlich nicht, er braucht die nur als solchen Sippschaft hier. Ja, wenn er sie selber ziehen will, ja, dann kann er da ein extra. Nein, er will das wahrscheinlich nicht, er ist wahrscheinlich ein. Da sind die, die bei uns während des Streams oder halt zu uns irgendwo gehören, dass die sich hier melden können, dass sie da sind und der ist. Sprich, dass sie uns anschreiben können. Dafür habe ich den Landsknecht erstellt. Theoretisch, ja. Jetzt wäre halt die Frage, ob ich den Fürst, weil ihr da ja einen zusätzlichen Rang gemacht habt, die Rechte gebe, dass er ans Pressezentrum switchen kann. Der Fürst, der existiert schon von Anfang an. Fürst? Bin ich mir fast schon sicher. Unter I made a dum-dum eingetragen, also habe ich ihn nicht erstellt. I made a dum-dum? Ja. Ach, das war der Spezialtitel für Troja. Das ist der Spezialtitel für Troja. Ja, den wurde noch kein einziges Mal eingesetzt, das war immer zu faul dafür. Wieso, du hast das Ding schon gehabt? Ich hab ihn dir mal gegeben. Ja, einmal, toll. Ich glaube, wir haben vergessen, dass der existiert. Ja, Chaoskopf, dafür können wir halt nichts. Ja. Das ist vom Serverbesitzer, ist das so vereinbart. Musst du Minecraft unterstützen? Ja. Sind doch nur 20 Euro. Auf einigen Seiten kriegst du es bestimmt noch billiger. Du hast bezahlt. 10. Oder du wartest, bis Minecraft wieder im Angebot ist, dann kriegst du es für 5 Euro oder so hinterhergeschoben. Anima. Minecraft CD. Ofen für Essen. So. Ofen für Stein. Und Erz. Ofen für Erz. Einnahmen habe ich noch. Just Real Heat. Just Real Head, das war Lars seine Schwester. Ach, genau. Das ist Lars seine Schwester. Okay, dann passt. Den komischen Nickname. Das ist auch klar. Justin und Trapper sind Fürsten. Ja, die spezifischen Öfen sind schon nützlich, Aline. Das sind ja auch gleichzeitig die auch Mods waren, ne? Was? Stimmt, ich glaube Fürst war für Mods. War für die Mods, nee, da. Aber Toasty war doch nie die. Ich habe ihm den einfach gegeben, damit er hier runterkommen kann. Ah, so, ja, kann er stimmt. Doch nicht, die Shine Power hat er doch normalerweise gar nicht. Ich meine schon. Ich glaube, ein Fürst kann hier auch Channel runter. Zugriff. Port, um Channel zu betreten, 70. Du brauchst für hier unten 75. Oh. Ich meine, ich habe jetzt nur mal kurz so blöd geguckt. Minecraft Windows 10 Edition. Da die Bla mit Käuferschutz 8 Euro. Ja. Ich könnte höchstens für euer Pressezentrum unten das Betreten einstellen. Dass er unten ins Pressezentrum reinkommt. Das würde auch gehen. Dann stelle ich das nämlich um, in den Rechten. Was ich da mache, geht dich ja einen Scheiß an. Soll ich das für die Landsknechte dann auch so einstellen? Ja, würde auch gehen, ja. Weil ich hab gar nicht drauf. Die Beden in die Landsknechte mit rein. Und ab 50 Euro könnt ihr 6 Mal Minecraft holen. Ich könnte mir Minecraft holen, ja. Bist du endlich? Hä? Wo ist denn der Turm jetzt hin? Der Turm. Der Turmiger. Bin ich jetzt total bescheuert? Ja. Jetzt muss ich aber mal gucken.
Yeet is deleted it. Jetzt muss ich gucken. Jetzt hat's Michel. Jetzt ist Michel soweit. Lass das, guck doch nicht. Ah, der baut den in die andere Richtung auf. Doch, jetzt gucke ich. Jetzt hast du mich soweit. Jetzt bin ich interessiert. Nur noch kurz überlegen, was er mache. Und dann muss ich hier noch das Teil bisschen den Berg, glaube ich, ein bisschen ab ins Kirchen und so. Hör mal, ich bin eh immer zu blöd, bevor ich hier jetzt die ganze Zeit rumrödel. Oh, ich könnte Michel trollen. Wie weit? Ah, nee, kann ich nicht. Wäre lustig gewesen, hättest du hier Obsidian reingehauen. Anzünden oder was? Ja, direkt mal anmachen. Geht aber nicht, weil hier oben ein Ding, so eine Lücke ist, hier ist so eine Stufe drin. Ich glaube, das ist dem Portal mit den neueren Editionen doch egal. Das glaube ich nicht. Du kannst auch massive Megaportale machen. Und Michels Interesse ist geweckt. So, wer hat jetzt einen Feuerstein von uns? Ich hab kein Feuerzeug. Nee, ich auch nicht. Nicht? Nö. Nur wegen dem einen Dingel da oben? Wahrscheinlich. Guck mal. Oh nee, warte. Wenn ich das jetzt mache und ihr macht das Ding weg, ne? Oh, Fluff, Olle, was gefangen. Ich lass das mal besser. Ich will ja aber kein Portal haben, beziehungsweise ist das nicht negativ für euch jetzt, weil wenn ihr euch jetzt im. Ja, dann mach's doch wieder weg, noch hat die Neta-Dimension noch nicht geladen. Das ist ja nur bei euch ein Dorf, dann, ne, wer kacke, dann habt ihr halt hier einen Shampoo und der so. Oh! Hat er geklingelt? Das hat echt geklingelt. Mein Horn! Es wird dunkel, ich geh mal wieder. Weil ich weiß, dass du die Neta-Portale jetzt auf eine richtig absurde Größe strecken kannst. Warum ist Janette auf einmal so leise? Weil sie gemildert ist. Oh. Gerade sein. Oh, beinahe wäre ich auf Toasty Scrubs getreten. Wann bin ich? Ich hab selber vergessen, dass ich mich gemutet habe. Du hast getrojert. Ja, ich wollte nur 5 Minuten kurz weg sein, weil ich was trinken wollte und halt. Ich bin alt. Troja, die Größe ist egal, muss. Ah, es muss rechteckig sein. Nee, es gibt auch ein Maximum. Soweit ich weiß. Hör mal. Weißt du was? Ich probiere das jetzt gleich mal. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Haie. Also, ja. Ein Riesenportal hin. Ich zwack da gleich ein Riesenportal hin. Das glaubt mal. Ich probiere das jetzt im Kreativmodus. Für die Wissenschaft. Wer ist noch nicht im Bett? Ich bin gerade ins Bett gegangen. Ich hatte noch einen weiten Weg vor mir. So, habe ich noch genug Steine. Aber erst muss ich ein Brot essen. Hat jemand Steinziegel? Ja, cool, mach dir selbst welche. Mach dir selbst welche. Ja, ich schlag dich gleich. Das war doch 100 Jahre. 21 mal 21. Ich muss auf. Tutu. Gleich wieder da. 21 mal 21. Was ist los, Paul? Was wird das hier für ein Backroom Dealing? Guck mal, ob du unten ins Fresserzentrum reinkommst. User left your channel. 21 mal 21. Ich? Du kommst aber nicht mehr zurück, hä? Nein. Ach, jetzt habe ich ihn das Tief mitgekriegt. Egal. Fuck. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, nein, 21, halt die Fresse! 9, 12, 21. Ja, Anima, das ist dann wahrscheinlich über Bucket eingestellt. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Komm doch her. Ich kann mal was bisschen in die Endlichkeit zählen. Nö, ich bin noch fertig. Habe und ich das später rausfinde, dass ich mich echt verzählt habe. Deswegen hau ich die eine in die. Ne? Boah, so. So ein Dingen, ja? Was? Jetzt gerade ein Riesenportal gemacht, oder? War echt ein Sockenschuss, oder? Hat jemand jetzt Langeweile, oder was? Und der zündet an. Und gleich kackt das Server erstmal dick ab. Nochmal. Troja, steh nicht daneben. So fucking jetzt laut. Mach es nochmal zwei breiter. Boah, das ist so fucking laut, Mann. Da reicht auch einer, weil das müsste eigentlich das Limit sein, nicht, Troja. Laut deinem. Warte. Ist das jetzt intern 21 oder hast du nur 21 gezählt? Oh! Weil hier. The fuck, jetzt hab ich gesagt. Oh! Ja, sorry. Das muss rektangulär sein. Eine maximale interne Größe von 21 mal 21. Gut, das müsste jetzt 22 sein. Höhe habe ich nur 19? Ich habe doch bis 20 gezählt und ein Dings ist. Kaka. Willst du mich verarschen? Was wollt ihr da durch mit dem Schlachtschiff? Weiß ich nicht. Das, muss... das sollte, glaube ich. Ah! Ja. So, wie das jetzt. Boah. Hoffentlich reicht das. Also, das wäre doch mit Sicherheit groß genug für ein Pferd, oder? Das wäre groß genug, dass sogar die Guests durchkommen. Ich wollte gerade sagen. Ob das was falsch ist. Da hast du dann nämlich eine geringe Chance, dass ich einfach mal so ein Guest denke. Oh! Was ist da was da los? Hallo Welt! Doch, hier bin ich. Doch, mit Blödsinn im Kopf. Was ist das denn für ein Ding? Oh ja. Mach mal das Ding kaputt. Hat Werte Langeweile. Fuck you. Nein, mach das Ding mal kaputt. Hi! Wer hatte Langeweile? Boah, wow, sieht das geil aus, Alter. Das backt bei mir voll. Mach's nochmal. Nicht so früh. Ich wollte das auf dem Bildschirm haben. Das backt aber mega bei mir, ey. Ist da ein Pigment durchgelaufen? Das sieht so geil aus, wenn das kaputt geht, ohne Scheiß. Ja, was hast du hier gemacht? Warum ist hier so ein dickes Loch? Du hast doch nur Scheiß im Kopf. Ich hab nicht nur Scheiß im Kopf, ich wollte wissen... Yo, bist Zen Fireman. Die Scheiße, die Scheiße, scheißt. Gute Nacht. Ich muss noch nicht erst eine halbe Stunde kommen. Ich wollte mir nur angucken. Wissen, dass du die Scheiße auch im Kopf hat, ja? Wieso? Ich hab gerade gesagt, dass ich hab nicht nur Scheiße im Kopf. Das hört sich nie gut an. Ja, die andere Hälfte ist ein Hirn. Gefallen, oder? Nö. Ich hoffe, das reicht es ganz schnell. Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Eins, warte, hier kommt einer hin. So, kriegt man jetzt eigentlich Epilepsie, wenn ich hier durchgehe? Nö. Also Bambus hat einen besseren Effekt. Zucker. Ja. Hä? Mit Zucker sieht das geiler aus. Du kannst hier auch nicht durchgehen durch den Bambus. Nein, habe ich nur gerade gemacht. Nein. Ja, nein, aber du kannst durch die Sprites nicht durchlaufen. Ach so, nee, das geht nicht. Weil die ja solide sind. Toller Mist. Nein, ich baue keinen 23x23 Portal. Müsste das dann nicht 22 groß sein, anstatt 23? Nein. Wie läuft es eigentlich mit deinem Villager-Dorf? Sollte das nicht riesig werden? Sollte. Ja, aber er musste gerade sein eigenes Haus bauen.
Ja, ich wollte unbedingt ein eigenes Haus haben, Michel. Was passiert eigentlich, wenn du es nicht senkrecht, sondern waagerecht aufbaust, das Portal? Fällst du dann irgendwo durch? Kannst du gar nicht. Das geht nicht, weil du es nicht anzünden kannst. Da kannst du es ja nicht anzünden. Nee. Doch, doch, du kannst die Seiten von Blöcken anzünden. Aber er registriert es nicht, halt nur in die Dings. Du kannst das Ding nur anzünden, wenn es auch in die Vertikale gebaut wurde. Das heißt, wenn du dir einen Würfel aus Netherportalen herstellen würdest, würdest du nur die Seiten und nicht oben und unten anzünden können. Ja, so durch. Damit das funktioniert. Gibt bestimmt Mods, die das fixen, aber... Das ist ja kein Fix, das ist ja gewollt so. Ja, oder die das einfügen. Irgendwo ja. Baue ich dann mal ein Feld voll Zuckerstangen hin. Du musst dann die obere und untere Kante... Warum? Musst du ja wegnehmen, Olli. Und die linke und rechte. Weil ich den Effekt total geil finde, den Zuckerrohr mit dem Schachbrettmuster hat. Das sieht geil aus. Zuckerrohr, Schachbrettmuster? Warum? Ja, Schachbrettmuster. Zuckerrohr und Schachbrettmuster. Das brauchst du. Und dann, wenn du da durchläufst, kriegst du voll den... Kriegst du voll Panne von. Das sieht total toll aus. Deswegen habe ich auch so viel Bambus da vorne hingepflanzt, weil ich wissen wollte, ob das dann genauso toll aussieht. Tut's aber nicht. Okay, okay. Bisschen schade, aber passiert. Katze, verpiss dich. Hau ich dich um. Naja, Anima weiß, was ich vorhatte. Oder vorhab. Mein Inventar ist voll. Why did you do that? You goddamn cunt. Die macht schon wieder alles kaputt, ja? Ja, ich mach grad das eine Haus hier leer. Achso, das eine Haus leer? Oh, dass du vorher drin gewohnt hast, oder was? Ja, ja. Brauche ich jetzt das, nicht mehr. Was du da gebaut hattest, war alles dein neues jetzt, oder? Das, was ich hier gebaut habe, das wird mein neues. Das ist ein bisschen was größer. Keine Villa. Das ist keine Villa. Villa sieht anders aus. Dann werde ich mal die Fronttür durch eine Eisentür ersetzen. Hm? Ja. Richtiger Gangster, du. Möchtest du die Rache der Villager oder was? Ich baue ein Schloss. Die Eisentür kriegst du ja bloß über die Schalter auf, ne? Nein, die sollen da einfach nur nicht rein, die Hobel. Was, ist ein Villager nicht in der Lage, Schalter zu drücken, oder wie? Nein. Nein. Das ist nicht zu doof. Also sollte... Troja, ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, also sollte Troja da auch nicht reinkommen. Ach, dann hole ich mir einfach einen Creeper, dann komme ich da ohne Knopf. Ja, aber dann kommst du nicht mehr auf den Minecraft-Server. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich mit Bannen bin, ey. Brett. Die haben Hände. Die benutzen die nur nicht. Schmerzlich. Die haben die immer in ihren Ärmeln. Ja. Ja. Schon dämlich, wenn man Holzknöpfe auf einer Holzwand benutzt. Fällt mir gerade so auf. Ich sehe meine eigenen Knöpfe nicht.
Verwundung, ne? Aha. Muss mein Bett mal hängen, wenn das so abartig die ganze Zeit nach hinten laufen muss. Hibbidi, watt. Wenn mein Bett da ganz hinten in Afrika, wo eigentlich. Nicht vernünftig. Nee. Ganz ruhig in normalen deutschen Sätzen. Deutsch? Die sausterbende Sprache, die durch Türkisch ersetzt wird. Nee. Oder Hebräisch oder was auch immer da die gemuselt wird. Ja, Holzknöpfe kann man mit Pfeilen aktivieren. Was bringt mir das? Das heißt, du kannst angelaufen kommen, deinen Bogen zücken und voll drauf ballern, während du dann episch reingehst. Bad! Bau dieses Glück, breit das Ding ab und land in seine Rübe. Oh, Club. Das ist aussehen. In sein Knie und dann muss er sich als Stadtwache melden. Dann sehe ich nur noch schwarz und wenn ich aufwache, bin ich in einem Pferdekarren, ne? Und werde nach Helden geschleppt. Versuchst dich zu registrieren und wirst deinen Rücken schossen, weil du wegläufst. Genau. Boah, irgendwie fängt das Spiel gerade tierisch bei mir an zu ruckeln. Woran liegt das? Klappstuhl. Ich hab Mikroruckler zwischendurch, das gefällt mir gar nicht. Machen wir mal hier draußen ein paar Dinger und ich brauche noch mehr Türen. Da, Mikroruckler, das ist ja pervers. Die sieht man auch im Stream. Warum ist denn das jetzt auf einmal so? Viel Spaß beim Film gucken, würde ich mal gerade behaupten. Yes. Ah, die Steinknöpfe, die haben eine geringere Zeit. Ist aber doof. Doch andere Knöpfe suchen. Brauchst sonst noch mehr Eisentüren? Nö. Nicht? Brauch ich nicht im Haus. Was soll denn das? Warte mal. Verdammt auch noch oder sowas? Nee, eigentlich nicht. Das Spiel mag dich einfach nicht. Jetzt sind sie weg. War ich zu lange auf dem Server oder was? Bestimmt. Ich kann nicht, was ich tot habe. So, das habe ich alles, das habe ich fertig. So, baue ich jetzt noch mal mehr Häuser für die Village oder? Oder. Ja, was mache ich dann? Keine Ahnung. Oder. Nee, ist immer noch. Das gefällt mir gar nicht. Auf der Insel für ein komischer Block. Was für ein Block? Ein Hügelchen steht. Meinst du da, wo ich gerade hinlaufe in diesem Moment? Und ganz sneaky peeky like. Anschleiche. Da komme ich gar nicht dran. Ach, bald schon in diese Tag, ich hab keinen Bock.
5 Stunden im Bus zu sitzen. Oh, Büro. Oh, dann geht er nicht. Zum Glück habe ich ja noch mein schönes Buch. Kann ich. Wo ist Troja? Wo ist Troja? Hm? Troja, 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 dreh dich mal um. It was me! You? Hä? Wenn ich jetzt auch noch ein Dings dabei hätte. Hast du ein Schild? Ne, Troja hat kein Schild. Schade. Dann treibe ich den Job mal auf eine ganz andere Ebene. Falsch. Hast du mir aber noch nicht gesagt, was das da für ein komischer Block ist? Was für ein Block? Kleine Steine oder da. Das ist wahrscheinlich das Haus von Jeanette. Das sieht mir nach einem Haus aus. Irgendwie ruckelt das und ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ruckel drin. Es hat gerade erst angefangen mit dem Geruckel. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist aber komisch. Ich sehe auch nichts in den Daten gerade. Drei. Wurden dir da eigentlich deine FPS oder Ping angezeigt? Ping unter P und meine FPS sind auf 117. Kacke. Du sagst, es wird dir nichts angezeigt, wenn dein Ping gerade die ganze Zeit von 60 bis 100 schwankt. Ja, es ist aber nicht wichtig. Oh, der Ping auf dem Monaterbereich, der kann schon ganz schön für Schwankungen sorgen. Ja, aber nicht für Bildschwankungen. Oh, doch. So. Denk dran, dass du komplett Serververbindung hast. Stimmt. Das aber ist es ja. Du spielst kein WoW, wo du die Grafik komplett auf dem Rechner hast. Troja. Schenkelklopfer mal 2, pass mal auf. Alles klar, ein Stück kurz. Cool. Ja, mit Absicht nicht reagiert, ne? Bist du heute nur den ganzen Tag dabei zu ärgern, oder was? Hör mal, sonst haut er mir die Schenkelklopfer wie ein Maschinengewehr vor der Birne, ne? Komm, mach ich das mal. Ne? Ich möchte mich nicht auf sein Niveau begeben. Guck mal, Michel, ich hab mich extra auf sein Niveau begeben. Das ist es ja eben. Was? Crowned? Warum ist er jetzt ertrunken? Weil er sich absaufen lassen hat. Warum? Weil es Spaß macht. Was machst du die ganze Zeit? Ich hab Troja genervt. Warum Michel eigentlich? Ich seh da keine riesen Festung stehen. Doch, ich bin gerade auf dem Weg dahin. Und ich weiß sogar, wie ich hochkomme. Irgendwann baue ich die dann weg hoch. Das ist gar nicht so eine große Festung. So groß wollte ich diesmal nicht bauen. Gucken, was Michel dazu sagt. So, bitte diesmal keine 200 mal 200. Oder wie groß hat die scheiß Mauer gebaut? Ah, Michel ist gar nicht da. Ich bin unten im Schacht. Was denn? Michael geht unter die Azteken oder was soll das sein? What? Spring, Olli! Spring! Hab ich doch! Was denn? Gesehen,
Olli hat Langeweile, man merkt's. Ja, ein bisschen. Streamen jetzt auch schon wieder seit fast 2 Stunden. Also ich kann mich so langsam so ein bisschen. Du bist schon wieder vom chronischen Entzug vom Wichsen, ne? Total. Da will man den Auslauf geben und die ganzen Zäune fallen woanders hin. Oh Gott, ich bin so ein Idiot. Ja. Ach, ich habe keine ganzen Villagern eingezäunt, ja, dass sie gar nicht rauskommen. Das war Olle mal mit seinem Ficky-Ficky-Programm. Auch damit die auch mal sicher stehen. Weil das ist nämlich sicherer, wenn ich die einzäune, als wenn ich denen das so überlasse. Jetzt fällt der scheiß Teppich auf die falsche Seite. Mach's doch ganz einfach. Wir gehen so kurz weg, holen die und packen wieder hin. Kein Bock, dass sie hier rauslaufen. Sich 5 von den 6 Villagern Freedom. Ja, genau. Das will ich nämlich vermeiden. Das will ich nämlich unbedingt vermeiden, dass sie das machen. Dann hörst du nur noch aus den ganzen Villager-Buden kommen für Mittelerde. Nee, da hörst du nur noch ein paar Mal. Und dann sind sie weg. Was ist der Teppich jetzt auf dem Zaun? Das hat seinen Sinn. Ach, zum Rüberspringen oder? Ja. Weiß gar nicht mehr, woher ich das weiß, aber. Irgendwo, wo habe ich das mal gesehen und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist eine tolle Lösung. Brauchst du nicht mal ein Gate für? Komm jetzt nämlich überall hier vorne und so dran. Von der Seite auch, damit Troja einfach einen Access hat. Und hier weiß ich noch nicht, was ich damit machen soll. So, wollen wir dann Feierabend machen? Können wir? Keine Antwort. Ja gut, Troja hat was gesagt. Troja. Hat den jetzt einer verstanden? Irgendwas mit Scheiße. Scheiße hab ich gesagt, so. Meine Mutti ist scheiße. Bin ich niemals fertig? Heul nicht rum, was baust du auch so groß? Ich baue klein! Was, einen kleinen? Das war das sehr klein. So, jetzt kommt man von wenn über. Wenn du in die Fresse guckst, denkst du guckst hier einen Affen an. Den Schafen? Mhm. Das ist normal. Aber es ist eine gute Geldanlage, du. Zombie! Bin ich komplett gar nicht sicher. Ich warte in dem Haus. Ich habe noch keiner rangemacht, angefangen eine Mauer zu bauen, ne? Nö, Troja wollte das machen. Ich wollte das machen, aber ich mache jetzt erst noch mein ordentliches Haus fertig. Sagt ja keiner was dagegen. Oh, ich mach mal fertig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sagen mal bis morgen. Yes. Und tschüss. Bye bye. Bye bye.